Ja, ich glaube, dass Duisburg natürlich personelle Probleme hat. Ich denke, dass wir sie heute so ein bisschen unter Wert geschlagen haben. Am Ende war das schon, tat es einem auch so ein bisschen leid, weil ich glaube, dass sie auch eine hervorragende Saison gespielt haben. Aber heute waren wir die stärkere Mannschaft und auch der verdiente Sieger. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, λέει ο Κρίστοφα Μέλτσαντα. Ήταν η Duisburg που είχε πολλά προβλήματα, έλειπαν βασικοί παίκτες, αλλά εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Κάναμε το παιχνίδι μας, νομίζω ότι η νίκη είναι δίκη, δεν έχει καμία αμφισβήτηση. Sind ein Phänomen in Deutschland, in Spanien, jetzt wieder zurück, immer hochkarätige Fußball. Wo ist dein Geheimnis? Na, ich freue mich natürlich, dass ich nach 3 Jahren in Spanien auch wieder in Deutschland bin, in meiner Heimat. Und vor allem, dass ich eine gesamte Saison ohne Verletzung durchgespielt habe und jetzt natürlich mit dem Titel gekrönt. Und ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre weitergeht. Χαίρομαι που γύρισα στην Γερμανία. Είχα μια πολύ ευχάριστη εμπειρία στην Ισπανία. Αλλά το κυριότερο είναι να είμαι καλά, να παίζω ποδόσφαιρο. National μόνοι σας. Das ist jetzt was für die Jüngeren. Ich hoffe, dass der Benny Höwedes jetzt mal die Chance kriegt. Und ich denke, er hat eine sehr fantastische Saison gespielt. Und dass er, glaube ich, der nächste Schalker Nationalspieler sein wird. Και για να είμαι ειλικρινής, στην εθνική ομάδα εγώ λέω να πάνε νέα παιδιά όπως ο Χέβεντες που έκανε μια καταπληκτική σεζόν και εγώ τον στηρίζω να είναι αυτή η συνέχεια η δική μου. Πριντετράει Γκρίχε, Χαριστέας, Παπαδόπουλος und Πιάτσικας. Eine Wort. Ja, gerade Papa ist natürlich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Ziehsohn, aber jemand, den ich für eines der größten Talente halte auf der Position und ich freue mich immer, wenn ich mal neben ihm spielen darf, weil ich glaube, dass er große, große Fähigkeiten hat. Er braucht noch so ein bisschen Führung, aber ich denke, in ein paar Jahren wird er auch ein ganz großer sein. Ο Παπαδόπουλος είναι μικρός ακόμα, τον έχω υπό την προστασία μου. Χαίρομαι που παίζουμε μαζί. Θα μάθει πολλά. Έχει χρόνο. Είναι ένα πολύ καλό ταλέντο. Χαριστέας. Ja, natürlich, glaube ich, ein Volksheld in Griechenland. Jemand, der mit seinem Tor gegen Frankfurt schon seinen Job hier für Schalke 04 getan hat und auch als Typ eine Bereicherung, glaube ich, auch ein großer Sportsmann und schön, dass ich zumindest die paar Monate auch mit ihm spielen konnte. Για τον Χαριστέα, τι να πούμε, είναι ένας ήρωας στην Ελλάδα. Αυτή τη σεζόν μας βοήθησε πάρα πολύ. Το γκολ με τη Φραγκφούρτη ήταν αυτό που μας έβγαλε από τις περιπέτειες για να αποφύγουμε τον υποβιβασμό. Ένας σπόρτσμαν, ένας πραγματικός κύριος. Εύχομαι να έχει καλή συνέχεια. Und, ο Πλάτσικας. Ja, jemand, der ein bisschen Pech hatte, auch mit Verletzungen, aber ein Spieler, der sich in jedem Training zu 100% engagiert und reinhaut. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht geht er auch nach Griechenland zurück. Nein, er hat schon mit Duisburg. Ach, mit Duisburg, ja. Ja. Ich denke, das ist ein guter Verein für ihn und wünsche ihm da wirklich Glück. Είχε ατυχία ο Βασίλης ο Πιάτσικας με τον τραυματισμό του, αλλά τώρα που και τώρα δώσαμε και την πληροφορία ότι έχει συμφωνήσει με την Duisburg, τότε λέει είναι θαυμάσια γιατί είναι πολύ καλή ομάδα και εκεί θα μπορέσει να επανέλθει πάλι.